Willkommen zurück zu Bioshock Remastered Folge 9. Und ich komme gerade von einem Video, was ich mir noch angeschaut habe. Und zwar von meinem eigenen Video. Und zwar das Ende von Burial at Sea. Ich hab das wohl damals falsch ausgesprochen. Und warum habe ich mir das Ende von Burial at Sea Episode 2 nochmal angesehen? Und zwar, um einfach so ein bisschen im Bilde zu sein. Moment, ich muss anders an die Sache rangehen. Mir wurde das in den Videovorschlägen, wurde mir ein Video vorgeschlagen, ein englischsprachiges. Und da haben die drüber gesprochen, 6 Dinge, die Bioshock, also die Burial at Sea, getan hat, damit Bioshock sich verändert. Also, 6 Things, that Burial at Sea changed Bioshock oder irgendwie so. Und auf jeden Fall habe ich mir das angesehen. Dann haben die aber nur Auszüge davon gezeigt. Dann habe ich mir dann das komplette Video, also die komplette 1-Stunden-Folge von mir nochmal reingezogen. Und da ist mir eines bewusst geworden. Da ist mir tatsächlich eines bewusst geworden, was ich in dem Moment im Spiel, beim Spielen da, was mir dann gar nicht aufgefallen ist. Und dann auch danach nicht mehr aufgefallen ist. Und zwar, diese Rohrzange hier ist original die gleiche Rohrzange, mit der Elizabeth in Burial at Sea ausgenockt wurde und quasi auch getötet wurde. Mind blown. Wer es nicht glaubt, schaut sich einfach mal Burial at Sea an. Aber ja, ich wünsche dir wie immer viel Spaß mit dieser Folge. Ich glaube, hier waren ja noch Kontaktminen drin, die wir nicht benutzen können. Und wir sind jetzt auf dem Weg zum letzten Spider-Splicer, dessen Foto wir brauchen, damit der gute Peaches zufrieden ist. Was ist da? Ich weiß Bescheid! So, jetzt können wir nämlich auch die Kontaktminen aufsammeln. Deswegen habe ich den Granate einfach ausgepackt. So, habe ich den Timer? Ja, habe ich gestartet. Wunderbar. Oh, scheiße. Nee, habe ich nicht. Ich habe die normalen Minen genommen. Ah, dumm. Dumm. Okay, naja. Macht nichts. Dann müssen wir halt mal schon mal auf die Kontaktminen switchen. Aber ich nicht weiß, ob ich da nochmal zurückgehen werde, nur um die Kontaktminen zu sammeln. Vermutlich werde ich es tun. Es würde mich nicht zu sehr überraschen, wenn ich es nicht tun würde. Wenn ich es tun würde. So. Habe ich das jetzt richtig gesagt? So, hier gibt es nochmal Film. Das ist schön. Hat er keine Munition, der Typ? Der lässt doch immer so Kisten fallen mit Zeugs, oder? Ah, da. Liegt's drin? Gut, dann halt nichts drin. So, ich denke, hier wird irgendwo der Spider-Splicer sein. Wer hat das gesagt? Der Stab für ich schicke dich aus. Ja, ja, ist ruhig. Ah, zu früh genommen, das Medipack. Ah, dann nehmen wir halt das dafür wieder mit. Okay. So. Gehen wir erst hier oben lang oder gehen wir erst da unten lang? Okay. Oh, Spider-Splicer-Timer. Zu Besuch beim Abschaum der Menschheit. Das dürfte der letzte sein. Action-Foto. Ja, ist klar. Ah, komm schon. Ah, lol, jetzt habe ich es nicht gelesen. Hä, Verbandskasten stand da. Habe ich dann Verbandskasten des Blumen bekommen oder was? Ja, ja, wir sind so freundlich. Ich klappe, Atlas. Lol. Doch mal so ein komisches. Ah!
Dieses Organ sind Medipacks? What the fuck? What the fuck? Warum sind das Verbandskästen? Habe ich irgendwas verpasst? Egal. Hacken. Oh, der ist ein bisschen schwieriger. Gehen wir hier gleich mal nach unten. Und hier gleich mal nach drüben. Nach drüben bitte. So, hier rüber, hier rüber, hier runter. Haben wir es ja gleich. So, safe. Open. Welcome to my domain. Würde Chloe sagen, hätte ich jetzt schon fast gesagt. Würde Max sagen. Welcome to my domain. Obwohl sie den Safe wahrscheinlich anders aufgemacht hätte als Jack hier. Would you kindly? Would you kindly, ey? Mann, oh Mann, oh Mann. Ich habe mir das komplette Ende nochmal gegeben von Barrel jetzt hier und. Oh mein Gott, wird beim zweiten Mal schauen nicht angenehmer. Das heißt, beim zweiten Mal schauen. Beim zweiten Mal erleben. So, haben wir wieder voll Schrotflinten-Muni. So schnell geht's, oder? Munitionsprobleme haben wir hier aktuell aber nicht. Ich vernichte deinen Erstgeborenen. Ja, mach mal. Versuch's mal. Können wir nicht kaputt machen? Mal gucken, ob wir den Code noch wissen. Moment mal, da haben wir doch hier. Warte mal. Wo war denn das hier? Das. Wo haben wir die ganzen Bänder? Funknachrichten. Ne, Funknachrichten nicht. Schmugglerversteck. Hä? Wo sind denn die ganzen Bänder, die wir aufgesammelt haben? Nee, warte mal. Wollte ich gar nicht. Neptunes Bounty? Rapture verändert sich, der Schmugglerring? Todesstrafe? Ist halt die Frage, welches Ding war denn das? Also, man könnte jetzt auch einfach hacken, ne? Theoretisch. Entdeckung des Adam. Diese kleine Seeschnecke war das entscheidende Etwas, das allen. Auf diesen Fontaine. Finde ich cool. Jetzt also diese. Als ob nicht so, hier haben wir auch keinen Code. Hier haben wir auch keinen Code. Da habe ich die angesehenen Labore alle weggeschickt. Auf diesen. Mascha, Liebling. 7533. Wir nicht, was mit dir passiert. Mal gucken, ob das der richtige Code ist. Ryans Männer haben dich mitgenommen. Sie meinte, du wirst gebraucht, um Rapture zu retten. Wer braucht ein Kind, um eine Stadt zu retten? Aber ich sehe diese kleinen Mädchen Nummer aus den Schächten klettern. Und ich frage mich, ob auch du eines Tages aus so einem Schacht kletterst und dann diese Nachricht findest. Wir suchen nach dir. Falls du das hier liest, komm zu uns ins Fighting McDonald's, Zimmer Nummer 7. Der Schlüsselcode für die Tür ist 7533. Wir vermissen dich, geliebtes Kind. Oh, eins der vermissten Kinder. Oh mein Gott. Wenn man diese Tagebücher nicht so richtig, also nicht im Zusammenhang jetzt sieht mit der Tür, verpasst man ja einiges, ey. Zumindest so ein bisschen storytechnisch, ne? Ah, komm, wir lassen den Kuchen drin. Ah, scheiße! Ich wollte doch noch das. Oh Mann. Heute Mascha gesehen. Wir haben heute unsere Mascha gesehen. Wir haben sie kaum erkannt. Sam sagte, das ist sie. Ich hab gesagt, du spinnst doch. Dieses Ding, das soll unsere Mascha sein. Aber er hatte recht.
Sie hat einer Leiche bei den Fontaine Fisheries das Blut abgesaugt. Und als sie damit fertig war, ging sie Hand in Hand mit einer dieser schrecklichen Missgeburten fort. Sam rief ihren Namen. Ich habe kein Wort rausbekommen. Sam ist verrückt. Dieses Ding war nicht unsere Mascha. What the fuck, Alter? Rapture verändert sich. Doch Ryan sieht die Wölfe im Wald nicht. Jetzt kommen die ganzen Dieser Dinger nochmal, oder was? Die ganzen... Er ist ein Gauner, ein richtiger Dieb. Was sind das jetzt Aber für ein Ding? Aber er hat das Adam. Und deshalb hat er hier das Sagen. Er steckt die Profite wieder in die Entwicklung noch besserer, noch stärkerer Plasmide. Außerdem baut er die Fontaine'schen Armenhäuser, die in Wirklichkeit Rekrutierungsbüros sind. Cool. Er wird im Handumdrehen eine Armee von Splicern haben und dann wird's uns ganz übel ergehen. Ich sag's euch. Warum ist denn jetzt hier das Licht so scheiße ausgegangen? Und warum ist da auf einmal noch so ein Tagebuch angegangen? War das noch eins, was wir da im Menü ausgewählt hatten oder was? Keine Ahnung. Erstmal schauen, was das hier ist. Neues Tonikum, Shorten Alarms. Gibt es überhaupt ein unheilverkündenderes Geräusch als das eines Sicherheitsalarms? Mit Shorten Alarms wird ihre Signatur so verändert, dass sie mit Alarmsensoren interagiert und so die Dauer manipulieren kann. Nee, eigentlich nicht. Eigentlich nicht, weil so selten wie wir Alarm auslösen, wir hacken ja meistens dann die Kameras, ne? Und sowas sollte das eigentlich nicht zum Problem werden. Warum ist es so scheiße dunkel? Das gefällt mir gar nicht. Ach, im Übrigen. What the fuck? Im Übrigen habe ich ja im letzten... letzten Video versprochen, dass ich Neuigkeiten habe, hab's aber dann am Ende des Videos vergessen zu sagen, welche. Das ist nicht, wonach es aussieht. Aber diesmal werde ich es nicht vergessen. Das wollte ich eigentlich noch dazu sagen. Bin mal gespannt, ob da jetzt noch eine Little Sister rauskommt. Das hätte mich ja auch überrascht, ey. Waren wir hier drin schon? Ne, hier drin waren wir auch noch nicht. Wir müssen aber erstmal den Penner da draußen kaputt machen. Wer ist das? Ein Nitro Splicer. Tada! Dum 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 dum. Nitro Splicer sind anfällig für Antipersonenmunition, wer hätte das gedacht? Ach komm schon, lass es reichen, bitte. Ja, das reicht, oder? Bam! Neues Tonikum, Security Expert 2. Ihre Gegner haben ihre Sicherheitsvorrichtungen aufgerüstet. Deshalb sollten sie ihre Hacking-Fähigkeiten ebenfalls aufrüsten. Holen Sie sich den Security Expert 2, die neueste Erfindung von Hack Smart. Das ist nämlich eine der Boni, die man bekommt. Neben den Schaden, Plus und Medikasten oder irgendwie sowas gibt es halt auch dann neue Tonika. Und das ist eigentlich richtig geil. Wenn wir gleich austauschen hier, Security Expert mit Security Expert 2. So, sollen wir mal gleich den Penner da umlegen? Beine auseinander! Lol. Ach komm, machen doch weg, verdammte Scheiße. Jedes Leck ist ein Warnsignal, wenn Sie den Zentralrad umgehen. Wo ist der jetzt hin? What the fuck? Standbild. Aber wenigstens sind die Frames jetzt normal geblieben. Beim letzten Mal sind die ja übelst abgekackt. Ja, so ein bisschen. Nee, ist eigentlich cool. Hä, wo ist der jetzt hin? Der ist einfach explodiert. Und unser Bot spinnt.
Hier, unser Bot spinnt ein bisschen. Geht jetzt wieder hier? Unser Willard. Ah, sieht gut aus. Er bewegt sich. Sehr gut. Ne, hier unten waren wir auf jeden Fall, oder? Auf den Boden! Auf den Boden! Ach, du blöder Penner, ey. Stirb doch einfach. Statt so einen Quatsch zu machen. Lol. Okay. Ihr habt uns von dir abgewandt. Ich höre, du Penner. Verflucht sei die Frucht deiner Gebärden. Alles gut, Bot. Ich hab's schon geklärt. Die 5 Credits haben sich jetzt nicht wirklich gelohnt für die MG-Patronen, ey. Sonst irgendwas hier von Interesse? Ich will der Big Daddy hier drin. Nee, ich dachte schon, der kommt hier rein. Das hat sich so nah angehört. Das hat sich so nah angehört. So, wir können weitergehen, glaube ich. Da oben war noch eine Tür, ich weiß. Ah, no. So, machen wir die mal auf, wa? Oh, shit. Oh! Du Arsch. Hat mich gerade ein bisschen an Resident Evil erinnert, ey. Ja, der Ecke da, so ein Bekloppter. Ob das jetzt ein toter Bekloppter oder ein untoter Bekloppter ist. Ich bin ein oder ein lebender Bekloppter. Obwohl ich die nicht wirklich als lebendig bezeichne. Also wirklich leben. Tun die nicht mehr. So, was ist denn hier passiert? Das ist auch wieder so eine kleine Mini-Story. Was zum Henker ist hier passiert? Der hat sich an sein Bett gekettet, aber warum? Fontaine verhaften lassen. Mr. Ryan, ich glaube an Rapture, doch das heißt nicht, dass wir auch immer gewinnen. Fontaine Futuristics ist die größte geschäftliche Unternehmung in Rapture. Um mich klar auszudrücken, wenn wir diesen Lumpen Fontaine wegen Diebstahls und Schmugglerei verhaften lassen, müssen wir klarstellen, dass wir uns nicht sein Geschäft unter den Nagel reißen wollen. Wir sitzen im Rat, weil uns diese armen Schweine vertrauen. Nicht, weil wir von Gott dazu berufen wurden. Nico-Time. Gut, dass wir das Brett hier beiseite geräumt haben. Da lag hinter einem Medipack. Quatsch. Ein Film und hier eine Eve-Spritze. Mega geil. Dollars haben wir mittlerweile auch genug. Lassen Sie sich registrieren. Ist doch irgendwas hier von Interesse? Nee, ne? Oder wäre hier in einem Regal noch? Oh, eine Tasche. Okay, ist nichts. Dann können wir ja weitergehen. Komm, keine Little Sister mehr raus, du kleiner Mann. So, das Ding werden wir mal hacken. Weil dann werden wir uns gleich heilen. Und nachdem wir uns geheilt haben, werden wir das Ding kaputt kloppen, dass wir noch ein Medipack mehr haben. Geh nach oben, bitte. So. Jetzt bauen wir noch so ein Ding. Und fertig. So, heilen. Und dann kaputt kloppen. Dankeschön. So. Oh. Arsch. Kommt er hier an und macht Stunk? Spinnt wohl. Der spinnt wohl. Jetzt können wir aber trotzdem noch mal ganz kurz schauen, ob wir hier... Ich weiß gar nicht, wo die ganze Schrotmunition lag, die wir eben nicht aufsammeln konnten. Was heißt eben, in der letzten Folge. Aber ich meine, die war hier irgendwo. Die ist nicht mehr da. Beziehungsweise es ist keine mehr da. Großer Mann. Was ist das denn, ey? Ich dachte, da wäre ein Loch dahinter. Aber wie soll da auch ein Loch dahinter sein, ne? Unlogisch. Na, 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 na.
Solange er keine Little Sister dabei hat, ist er easy, ne? Also ganz entspannt, die Ruhe selbst quasi. Der Big Daddy. So, hier haben wir hier irgendwas liegen lassen. Willst du hier nochmal dran kloppen oder was? Meinst du, hier hast du mehr Glück? Ich frage mich bloß, das muss dann irgendwie ein Scriptfehler gewesen sein, dass da noch ein Little Sister war. In der letzten Folge. Das hat mich ja so ein bisschen verwirrt. Weil eigentlich darf hier keine mehr sein. Und es ist ja auch richtig, dass keine hier mehr ist. Wie es ja aktuell auch zu sehen ist. So, irgendwo waren hier noch Schrotmumpeln, ey. Aber ehe ich mich hier zu Tode suche, würde ich sagen, oh, nimm mal halt die. Irgendwann sie noch zu Tode suchen, weil da waren nämlich noch mehr. Und ich weiß auch wo, da wo wir die Kamera nämlich gefunden haben. Da war noch viel, viel mehr Schrotflintenmunition. Lassen wir das Ganze mal hier sein und gehen zurück zu Peaches. Der wartet schon auf seine Bilder. So, hier haben wir alles gehackt, ne? Genbank braucht man nicht hacken. Hier können wir nochmal kurz. Das haben wir auch noch nicht gehackt, warum? Hier können wir ja nochmal kurz einkaufen gehen. Vielleicht fehlt uns ja hier das ein oder andere. Zumindest hier eine Eve-Spritze oder so können wir ja gebrauchen, finde ich. Das tut ja niemandem weh, wenn wir uns hier mal eine mitnehmen. Außer meinem Geldbeutel. Scheiße. Wir müssen hier runter. Da-da-da. Oh ja. Buried sie in Paris mit Elisabeth. Der Traum. Das war schon schön. Nur leider nicht real. Hier können wir jetzt Film kaufen. Auf einmal. Mal komm, was soll der Geiz, ne? So. Hahaha! Finde ich geil. Vater, warum hast du mich verlassen? Der Schmuggler ist. Bam! Ja, Mann! Neues Tonikum! Dieb! Dieb verleiht ihnen so etwas wie den sechsten Sinn. Sie sehen Dinge, die sie sonst übersehen hätten und entdecken Dinge, die sie sonst liegen gelassen hätten. Man könnte meinen, sie hätten mit Dieb einen Röntgenblick. Beim Durchsuchen eines Behälters oder einer Leiche kannst du noch einmal suchen, um etwas anderes zu erbeuten. Oh! Das klingt jetzt erstmal gar nicht so uncool. Allerdings haben wir aktuell bald bessere Tonika drin. Deswegen tue ich das erstmal in die Bank. Aber wir behalten es mal im Hinterkopf. Ach komm, scheiß drauf. Noob, noob, noob. Ah, der hat Schrotflintenmumpeln dabei. Das ist aber nett von dir. Und trägst du Schrotflintenmumpeln, wenn du gar keine Pistole hast? Wenn du gar keine Schrotflinte hast. Das ist ganz schön dumm von dir. War nicht hier noch Schrotflintenmuni? Ich muss trotzdem mal ganz kurz schauen. Das ist ja nur ein kleiner Raum. Da ist auf jeden Fall was. Ich habe da was gesehen. Was ich mir erst mal übersehen habe. Da muss man ganz schön sorgfältig sein hier beim Gucken. Okay, ich glaube aber hier ist nichts mehr. Wir werden jetzt mal hinausgehen. So, das Ding haben wir ja auch gehackt, ne? Auch wenn ich nicht wüsste, warum ich das hacken sollte, wenn ich es noch nicht getan hätte. Aber nun gut. Gehen wir doch mal weiter. Wie viel ionischer Schrot? Ah, 14. Immerhin. Meine Frau Moira geht mir echt auf den Geist. Aber sie ist mein Ein und Alles und sie ist wunderschön. Ich fürchte, Gott will mich dafür bestrafen, dass ich Patrick und sie hierher gebracht habe. Patrick. Ich dachte, unser Leben würde dadurch besser werden. Oh je, wie blöd kann man eigentlich sein?
Wie blöd kann man eigentlich sein, ne? Oh, ich würde so gerne jetzt mehr erzählen. Mehr erzählen über Atlas. Aber es wäre ein großer Fehler, das zu tun. Ich komme eh nicht nochmal hierher. Spoiler. Spoiler Alert. Ja. Ich bin zu Hause. Wer noch? Wer hat dich ge- Halt die Fresse, lass mein Bot in Ruhe, du Arsch. LOL, ich hab dich genau gesehen da oben, du. Du Mistsau. Hier waren noch Schrotflintenmumpeln. Oh yes. Haben wir hier auch welche liegen lassen? Ich glaube, ich dachte, ich hätte hier welche aufgetürmt quasi. Hier ist auch noch mal welche. Nice. Really nice. Ah, das Türchen ist jetzt offen hier. Das ist ja nett von dir. Hi. Du glaubst, du kannst nicht aus- ja, glaube ich, dass ich dich austricksen kann. Du kleine Missgeburt. Wer weiß, was er für mal für ein normaler Typ war vielleicht, ne? Wer weiß es. Wer weiß es, wer weiß es. Jetzt haben wir fast wieder Maximum Ammunition am Start. Aber nur fast. Oh. Warum wurde der jetzt deaktiviert? Habe ich das aus Versehen gemacht oder was? Hä? Stockwerk 1, 2? Bist du noch ganz sauber? Was ist denn jetzt los, ey? Bye. Ich glaube, mit dem Bot ist irgendwas kaputt. So, jetzt kommen wieder mit. Alles wieder heile jetzt, oder? Oh, wo geht er denn hin? Oh, guck mal, der ist doch wieder ganz heile. Der qualmt nicht mehr, oder? Der ist nicht mehr ganz kaputt. Geil. Gut, dann können wir ja weiter. Lass ich mal kurz vorbei. So, auf zu Peaches. Der alte Weg, der alte Wichser. Was ist das denn? LOL, wo kommt das denn her? What the fuck, wo kommt das denn her? Neues Tonikum, Ranch Lurker. Wenn sie mit Gegnern kämpfen, die größer oder stärker sind als sie, müssen sie jeden Vorteil nutzen, den sie bekommen können. Mit Ranch Lurker sind sie im Vorteil, wenn sie ihre Gegner unvorbereitet treffen. Dämpft deine Schritte und erhöht bei ahnungslosen Gegnern massiv den Schaden durch Nahkampfangriffe. Ah, quasi so ein Stealth-Angriff. Das ist, ganz nett, aber da gefällt mir das, was ich aktuell drin habe, auch besser. Das müssen wir mal auf später verschieben. Ja, komm schon. Lass es reichen. Erhöht der Schaden bloß 2. Sieh die gar nicht richtig, ey, wenn die so der Decke ist, wenn es scheiß dunkel ist. Ich meine, man kann später auch noch skillen hier, dass die Waffe weniger sprayt, oder? Ich habe das irgendwie so im Kopf. So, bevor wir hier gleich hier uns um den Spider-Splicer kümmern, müssen wir uns nochmal kurz heilen. So. Das ist übrigens eine der Sachen, die ich bei Bioshock also sowohl gut als auch negativ beurteile. Und zwar, dass hier Medipacks und sowas und Automaten, wo du Medipacks kaufen kannst, überall rumstehen.
sodass die Kämpfe eigentlich gar nicht fordernd sind, so, also so, wenn du über Geld verfügst, ne? Ja, weil ich Lowlife bin, das ist eine dumme Frage. Siehst du nicht, wie ich aus allen Poren blute? Nimmt die so wenig Schaden, die alte Schlampe? Wird sich wohl verkackeiern oder was? Mal sterben gehen, du scheiß Miststück. Aua! Die will mich verarschen, die Alte, sag ich dir. Also bin ich so schlecht oder was? Willst du dich wohl verarschen? Verarschen oder was? Alter! Mistsau! Echt gut in den Griff, wenn man sie richtig erforscht. Komm rein und zeig. Ach, halt die Fresse, du Penner! Alter, was war denn das für eine dumme Drecksau? Die war ja ganz schön hart, ey. Ach, halt die Fresse, du Arsch. Oh, nice. Richtig viele Medipacks. Geiler Scheiß, Mann. Bisher gefällt mir die Pistole und die... Gefallen mir die Schrotflinte am besten, waffentechnisch. Aber man kann später... Kleiner Spoiler, ist aber nicht so schlimm. Kann man die Waffen noch so ein bisschen aufwerten. Und das macht dann das MG so ein bisschen besser, weil das Ding eben nicht mehr so sehr sprayt dann. Das Handling wird dann besser. Und das ist auch extrem wichtig. Deswegen pushe ich eigentlich am liebsten das MG hoch und die Schrotflinte, weil es so also die größten Schwachstellen, sag ich mal, sind. Weil die Schrotflinte ist ja nur auf Nahkampf gut und mit Upgrades wird sie halt dann auch für Fernkampf einigermaßen brauchbar. Das ist mein Kind! Alte Klappe, alte Schlampe. So, Genbank. Da fällt mir nämlich noch was ein. Ich hab doch gesagt, ich wollte öfter speichern. Stell dir mal vor, ich wäre jetzt hier irgendwo verreckt. Alles nochmal von vorne. Deswegen werden wir hier, bevor wir hier reingehen, nochmal speichern. Und zwar genau hier. Da weiß ich noch ganz genau, ich glaube in Bioshock 1 war das. Da habe ich aus Versehen mal auf Quick Load statt auf Quick Save gedrückt und hat dann einen früheren Speicherstand wieder. Hey, hör mir zu. Das war nervig, sag ich dir. Leck mich. Jo, jetzt wird glaube ich Hölle passieren. Ich habe da sowas im Kopf, dass da Hölle passiert. Es würde mich überraschen, wenn ich dabei falsch liege. Nehmen wir mal. Ne, Panzer. Boah, drei Antipersonenkugeln, die brauche ich gar nicht laden, ey. So, wir sind wieder da, du Arsch. Ich habe schon lange nichts mehr zwischen die Zähne bekommen. Hast du was für mich und meine Mannschaft oder suchst du nur Ärger? Setz dich kurz hin. Ich muss Kaffee aufsetzen. Vielleicht decke ich sogar den Tisch mit dem feinen Tafelsilber. Bin mir ganz sicher. Den Tisch mit dem feinen Tafelsilber, ey. Bevor du in die Fischfabrik gehst, gebe ich dir noch einen Rat. Die alte Peach führt mit Sicherheit irgendwas im Schilde. Halt bloß die Augen offen. No shit, Sherlock. Ah. Mit einer Waffe kommt niemand in meine Brust. Natürlich, du dummer Arsch. Wenn das der Preis dafür ist, musst du ihn wohl bezahlen. Da
Dafür kann er dir wenigstens deine Plasmide nicht wegnehmen. Hm. Das ist cool mit den zweimal durchsuchen. Das wäre natürlich noch cooler, wenn dann auch was drin wäre beim zweiten Mal. So, hier wäre nochmal Verbandskasten. Und eine Eve-Spritze. Was ist das? Hackerfokus. Hallo? Kann ich nicht nehmen. Ah, ich weiß, warum ich es nicht nehmen kann. Tada! Neues Tonikum, Hackerfokus. Hackerfokus, ein weiteres beliebtes Gentonikum der HackSmart Produktpalette. Entschärft Fallen in Sicherheitssystemen. Wir garantieren weniger durchgeschmorte Schaltkreise oder Geld zurück. Ja, ist auch geil. Allerdings nicht so geil wie das, was wir schon drin haben. Oh shit, jetzt ist die Hölle los. Ich weiß das. Deswegen nehme ich mal nicht den Stein mit. Nein, nein, bitte nicht. Siehste, Trick 17. So. Haben wir alles, wa? Das Wichtigste. Na dann. Du dummes Schwein. Oh shit, Mann. Ich weiß, was hier passiert. Ich weiß es einfach. Oh. Was ist das denn? Achso, ein Autohacker. Nehmen wir alles mit. Nehmen wir alles mit. Und hopp. Noch irgendwas? Den Midi-Kasten, den nehmen wir auch mit. So, wunderbar. Sind wir ja fast ausgerüstet, möchte ich sagen. Hier ist leider nichts. Das ist ein bisschen enttäuschend. Hätte ja sein können, dass auch noch was versteckt ist, ne? Hätte es sein können. Schade. Wäre cool gewesen, wenn da noch was gewesen wäre, weil dann wäre es halt nicht so offensichtlich gewesen. Die Sachen hier, die waren ja nicht zu übersehen. Oder hier. Aber so wäre nochmal eine kleine Belohnung dafür gewesen. Guck mal. Gut, schön, dass du dich bemüht hast, um nochmal zu suchen. Aber offensichtlich ist das hier nicht so gut. Dann wollen wir mal, ne? Du Arsch. Tja, ich wette, als dein Boss aus der Hölle abgehauen ist, hat er zum Teufel gesagt, dass er gleich wiederkommt. Und der Teufel hat gesagt, sehr wohl, Mr. Fontaine, ich halte Ihnen Platz frei. Ryan hat versprochen, dass Fontaine ins Gras gebissen hat. Und jetzt machst du hier seine Drecksarbeit. Ryan ist ein Penner und du... Und ich? Ich auch, oder was? Ja... Ihr gehört uns. Moment, erstmal hier. Ach komm, Alter. Ja, ja, ja. Überblick verschaffen wollte ich eigentlich sagen. Verarschen? Hör doch auf mit der Scheiße! Oh, fuck it, ey! Unser Alarm jetzt gut, ne?
Ah, das sind gar keine Explodierdinge. Ha! Halt die Fresse, du Schlampe! Ach, wir haben gar keine Kamera. Ich wollte eben... LOL! Der Wichser! Okay. Zweiter Versuch, first try. Zweiter Versuch, first try. Diesmal werden wir noch einen Quick Save weiter vorne machen, weil ich habe ja eben ein bisschen Zeug hin und her getragen. Das will ich nicht nochmal machen, falls wir jetzt es im First Try nicht schaffen sollten. Und ich sage das ja im... doch. Ich sage das ja in jedem Let's Play immer mal wieder. Wer wissen will, warum ich First Try sage, obwohl es eigentlich nicht der First Try ist, ne? Da kann ich eigentlich nicht reden. First, bei mir gibt es nur First Try. Das ist so die kürzeste Erklärung, die ich geben kann. Hast du was für mich und meine Mannschaft oder suchst du nur Ärger? Setz dich kurz hin. Hm. Ich muss Kaffee aufsetzen. Ja, ja, ich weiß. Vielleicht decke ich sogar den Tisch mit dem feinen Tafelsilber. Bevor du in die Fischfabrik gehst, gebe ich dir noch einen Rat. Der alte Peach führt mit Sicherheit irgendwas im Schilde. Halt bloß die Augen offen. Mit Sicherheit, ja. Glaube ich auch. Mit einer Waffe kommt niemand in meine Bude rein. Leg deine Knarren in ihren Rohrbord, dann lass ich dich rein. Ach, Quatsch! Wenn das der Preis dafür ist, musst du ihn wohl bezahlen. Dafür kann er dir wenigstens deine Plasmide nicht wegnehmen. Das stimmt, ja. Das kann er nicht. Hä? Nee. Er war da nicht da. Ich wollte gerade sagen, ich hätte einen Rumpfverbandskasten. Wahrscheinlich bin ich deswegen so schnell gestorben, weil hier diese ganzen Fässer waren. Und vielleicht ist eins davon doch ein Explosionsfass. Oder Explosionstonne. Hä? Hä, warum konnte ich den jetzt nicht so nehmen? Verstehe ich nicht. Also aufnehmen mit hier Telekinese. So, hier machen wir nochmal einen Quick Save. Drücken mir die Daumen. Und los. So, wenn wir gleich mal fairere Voraussetzungen haben. Ich wette, als dein Boss aus der Hölle abgehauen ist, hat er zum Teufel gesagt, dass er gleich wiederkommt. Und der Teufel hat gesagt, sehr wohl, Mr. Fontaine, ich halte Ihnen Platz frei. Ryan hat versprochen, dass Fontaine ins Gras gebissen hat. Und jetzt machst du hier seine Drecksarbeit. Ryan ist ein Penner. Ah. Das ist schon ein kleiner Hinweis. Wie kommt es jetzt erst? Das ist ja schon ein kleiner Hinweis. Atlas. Hör doch auf mit der Scheiße, Mann. LOL! Ernsthaft? Der hat mich noch totgekloppt, der Wichser. Dritter Versuch, first try. Und auch letzter Versuch für diese Folge. Weil ich möchte mal wieder die Folgen ein bisschen kürzer machen. Die letzte Folge war schon so lang und die vorletzte, da möchte ich gar nicht drüber reden. Aber die vorletzte war ja auch ein Extra zum Ende des Jahres. So, letzter Versuch, first try für diese Folge. Let's go! Thank you.
Später, als dein Boss aus der Hölle abgehauen ist, hat er zum Teufel gesagt, dass er gleich wiederkommt. Und der Teufel hat gesagt, sehr wohl, Mr. Fontaine, ich halte Ihnen Platz frei. Ryan hat versprochen, dass Fontaine ins Gras gebissen hat. Und jetzt machst du hier seine Drecksarbeit. Ryan ist ein Penner und du... Ist noch was Schlimmeres, ne? Atlas, er gehört uns. Wie er sofort den First Hit bekommt, ne? Ach komm, Mann! Ich sehe den Penner gar nicht. Wir machen noch einen Versuch. So ein Kack, Mann. Ah, Mann. Direkt buff. Hau dir mir das Ding in die Schnauze und dann bin ich weg vom Fenster, ey. Diese scheiß Granaten, die sind aber auch widerlich, ey. Ich brauch dringend irgendwas, was diesen Schaden von Explosionen verhindert, vermindert. Gibt's da auch ein Tonikum dagegen? Weiß ich gar nicht. Hoffen wir es mal, ne? Wir werden jetzt mal auf normalem Wege hacken. Wir brauchen ja hier für den Scheiß keinen. Ach, Scheiße. Oh, fuck! Wir brauchen ja hier für den Scheiß keine Autohacker verbrauchen. Glaube ich. So, palim palim, darüber. Ich wollte es halt vor uns bloß machen mit Autohacker, um halt ein bisschen Zeit schneller rumgehen zu lassen. Oder Zeit zu überbrücken, sagen wir es lieber so. Aber jetzt spielt es auch keine Rolle mehr. Diese scheiß Dinger hier, diese scheiß kaputten Schaltkreise zum Kotzen. Machen wir das mal lieber so. Haben wir mehr Zeit. Können wir das Ganze entspannter machen. Ich wette, als dein Boss aus der Hölle abgehauen ist, hat er zum Teufel gesagt, dass er gleich wiederkommt. Und der Teufel hat gesagt, sehr wohl, Mr. Fontaine, ich halte Ihnen Platz frei. Ryan hat versprochen, dass Fontaine ins Gras gebissen hat. Und jetzt machst du hier seine Drecksarbeit. Ich werde ihn nochmal speichern. Ryan ist ein Penner und du... Und ich... Pisst euch von mir. Ich hab gehabt. Munition! Wir sind gerade überhaupt mal eine Pistole. Geil. Hä? Da kommen immer mehr Bots, Mann! Was ist hier denn los, ey? Komm, Alter. Den will ich nicht. Fallen dir meine Bots, hä? Penner. Ich seh die kaum, diese Scheiße.
Was? Was hat er gerade gesagt? Ist das, was ich denke, hoffentlich. Lol, ich hab den Cam. Alter! Was? Defeated Peach Wilkins. Ja, irgendwie. Das wurde nur von Schmugglern und Dieben benutzt. Der Eingang ist bestimmt gut versteckt, um die Schnüffler nicht mit der Nase drauf zu stoßen. Warum wissen das jetzt hier auf der... Das ist natürlich mein scheiß Fotoapparat auf der 2. Das gefällt mir jetzt nicht so geil. Nicht so sehr. Ich meine, ich wollte euch sagen, das finde ich jetzt nicht so geil. Das, was habe ich jetzt gesagt? Das finde ich jetzt nicht... Das fand ich jetzt... Nee, jetzt habe ich wieder vergessen, was ich sagen wollte. Ha! Ja, aber da haben wir die Folge doch noch ganz gut rumgebracht. In dem Sinne, dass wir es ja noch geschafft haben. Mit Hängen und Würgen und mit viel Hilfe von Bots, muss man sagen. Aber wenn uns das Spiel diese Möglichkeiten gibt, dann sehe ich nicht ein, warum ich sie nicht nutzen soll. Ja, gucken wir nochmal ganz kurz hier, was in diesen Nebenräumen so ist. Bestimmtes Zeug, um mir zu helfen im Kampf. Haben wir ja vorhin schon gesehen, dass da hier Medipacks und Heal-Spritzen sind hauptsächlich. Ich weiß, ich verschwende gerade ein bisschen Heal, aber aktuell haben wir keinen Mangel, was das angeht. Von daher egal. Oh, jetzt habe ich aus Versehen eine geraucht. Oh, zwei Impfspritzen dafür. Ja, dann laden wir doch gleich mal nach. Magst du mitkommen, Süße? Nee, magst du nicht. Na gut, dann bleibst du hier. Ich merke mir dich, ja, Kumpel. Oder Süße, ich komme. Ist das jetzt ein Süße oder ein Kumpel? Na, eher ein Kumpel. Komm später wieder, Kumpel. So, gucken wir nochmal ganz kurz in den anderen Nebenraum. Beziehungsweise, nee, das machen wir jetzt nicht mehr. Das machen wir dann in der nächsten Folge, die ziemlich zügig kommen wird. Großes Ehrenwort. Ich glaube, ich habe mich bisher... ich habe bisher das ganz gut gehalten. Mein Versprechen, dass die Folgen wieder ein bisschen häufiger kommen. Und ja, ich würde mich freuen, auch dich in der nächsten Folge wieder begrüßen zu können. Hoffe, die Folge hat dir gefallen. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Vielleicht findest du ja was zum Kommentieren. Und dann bleibt mir nur eins zu sagen, was ich schon seit ein paar Folgen nicht mehr gesagt habe, weil ich es irgendwie vergessen habe. Wärst du so freundlich, auch in die nächste Folge zu schauen? Bis dann. Bye bye. Und tschüss.